Sekunden, schnell und aktuell. Das ist Expresso, das neue Format bei CDU TV, exklusiv bei Facebook und Twitter. Und er ist auch ein leidenschaftlicher Twitterer. Peter Altmaier, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Altmaier, ja? Was twittern Sie gerade? Nun, ich habe über dieses Netztreffen getwittert und wie toll unsere Mitarbeiter und Mitkämpfer sind. Die haben das super in den letzten Jahren vorbereitet und jetzt ist die ganze Partei dabei, sich damit zu beschäftigen. Das Interesse wächst unglaublich und deshalb war es auch, glaube ich, eine gute Idee, dass wir uns heute hier getroffen haben. Wer hat Sie zum Twittern bekehrt? Na, also da war der Peter Tauber sicherlich vorne mit dabei, auch die Dorothee Bär und einige andere, die mitgeholfen haben, dass ich meine ursprünglich eher skeptische Haltung überwunden habe. Und heute muss ich sagen, das war eine großartige Idee, dass da einige angefangen haben, auch wenn die Partei und die Fraktion damals noch eher gelächelt hat. Muss man heutzutage twittern, um am Puls der Zeit zu sein? Na, Twitter ist ja nur eines von mehreren sozialen Netzwerken, aber die entwickeln sich alle rasant. Und ich glaube, wir müssen diese neuen Kommunikationsformen ernst nehmen, denn sie werden die Art, wie wir Politik machen und Politik kommunizieren, von Grund auf verändern. Vielen Dank.